Hey Leute, willkommen zu einer neuen Hausbaureihe. Wir beginnen jetzt in Hausbaureihe 12 und haben entsprechend natürlich schon 11 weitere Hausbaureihen vorher gebaut. Könnt ihr gerne auf meinem Kanal nachschauen, falls euch das noch nicht sagt, falls ihr die noch nicht alle kennt, könnt ihr gerne schauen. Ich versuche in jeder Hausbaureihe was anderes zu bauen und das so ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten. Und dieses Mal bauen wir ein Gemeinschaftsgrundstück, genauer gesagt ein Jahreszeitengrundstück bzw. ein Festgelände, das sich mit jeder einzelnen Jahreszeit in Sims 3 ändert. Und dafür ist natürlich die Erweiterung Jahreszeit notwendig. Also wenn ihr diese Erweiterung nicht besitzt, werdet ihr das Grundstück auch in der Form nicht nutzen können, denn dann habt ihr natürlich auch keine Jahreszeiten im Spiel, dann wechselt das auch nicht. Und ich werde schauen, dass ich möglichst nur das Basisspiel und Jahreszeiten verwenden werde, aber vielleicht kommt noch ein bisschen was hinzu. Wir schauen einfach mal. Aktuell ist erstmal so ein bisschen mein Plan, mich hauptsächlich an diesen beiden Erweiterungen, beziehungsweise halt am Basisspiel und an der Erweiterung zu orientieren. Und wenn noch ein bisschen was hinzukommt, dann versuche ich es nicht zu viel werden zu lassen, sodass ihr es auch nur mit den beiden Erweiterungen oder beziehungsweise nur mit dieser einen Erweiterung nutzen könnt, wenn ihr nur die besitzt. Aber Jahreszeiten ist auf jeden Fall eine der besten Erweiterungen in Sims 3 und deswegen denke und hoffe ich, dass ich da vielen von euch irgendwie ein nutzbares und schönes Grundstück gestalten kann. Und das machen wir natürlich wie immer gemeinsam. Also ihr könnt unter jeder Folge Kommentare schreiben und Vorschläge, Ideen machen, eure Meinung zu dem, was ich bisher gemacht habe, nennen. Und wenn euch irgendwas nicht gefällt, am besten Verbesserungsvorschläge bringen, sodass wir dann in der darauf folgenden Woche bzw. in der nächsten Folge, im nächsten Video, sodass ich da ein bisschen drauf eingehen kann, sodass wir Sachen verbessern, ergänzen können und nach das Grundstück gestalten. Jede Woche so 45 Minuten ungefähr. Ich sage jede Woche, aber ich kann euch nicht garantieren, dass ich es jetzt auch wirklich jeden einzelnen Sonntag hinbekommen werde. Ihr habt es ja sicherlich schon bemerkt, in letzter Zeit ist es ein bisschen ruhiger auf meinem Kanal geworden. Ich kriege nicht mehr so viele Videos hin wie jetzt vor einigen Monaten noch. Und das wird sich auch in der Hausbaureihe zeigen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, möglichst jede Woche eine Folge zu bringen. Aber wundert euch nicht, wenn es mal ausfällt. Dann kommt es halt einfach in der Woche danach oder zwei Wochen oder ja. Der Grund ist dafür jedenfalls immer, dass ich dann halt keine Zeit gefunden habe. Es hat ja auch ein bisschen gedauert, bis wir jetzt hier überhaupt anfangen. Aber ich freue mich drauf, denn ich habe mir auch schon so ein bisschen was überlegt. Die Hausbaureihe startet für mich eigentlich immer erstmal damit, dass ich mir so ein erstes Konzept überlege. Ich baue selten in der Hausbaureihe einfach so drauf los, denn die 45 Minuten, die wir hier haben, möchte ich natürlich nicht die Hälfte der Zeit mit rumprobieren und überlegen verbringen, sondern schon mal so ein bisschen Idee haben, was ich mache. Und wir sind hier in Sunset Valley. Das ist eine Welt, die ihr alle, die ihr Sims 3 spielt, kennen solltet. Das ist nämlich die Welt aus dem Basisspiel. Und wir haben hier ja so eine schöne Innenstadt in der Mitte mit einem Park. Und den habe ich jetzt einfach mal gelöscht, denn darauf bauen wir jetzt unser eigenes neues Grundstück. Und hier seht ihr auch schon die Kugel, denn ich habe das Grundstück jetzt schon zu einem Jahreszeitengrundstück gemacht. Vielleicht kann ich euch das einmal zeigen. Und zwar habe ich hier bei den Grundstücksarten natürlich ein Gemeinschaftsgrundstück gewählt und dann hat man hier mit den verschiedenen Erweiterungen natürlich verschiedene Optionen und darunter Festgelände. Und wenn man da dann die Cheats eingibt, Testing Cheats Enabled True, Moment, ich muss es nur richtig schreiben. Ich schreibe die euch auch nochmal in die Videobeschreibung. Und bei Debug, beide Cheats braucht es, dann werden nämlich diese ganzen versteckten Sachen angezeigt, die man im Baumodus sehen kann, aber nicht im Spielmodus. Also zum Beispiel irgendwelche Schmetterlinge, die rumfliegen oder irgendwelche Effekte. Und hat eben auch zum Beispiel hier diese Jahreszeitengrundstücksmarkierung. Die kann man auch so aus dem bei Debug-Menü finden, wenn man hier einfach schaut. Und dann hier sollte man diese schwarzen Kügelchen finden. Da gibt es verschiedene von. Und wir brauchen eigentlich die mit dem Jahreszeitensymbol. Ich muss sie nur finden. Verborgene Raummarkierung, das ist das alles nicht. Wir können natürlich auch einfach nach Jahreszeiten suchen, oder? Sollten wir das dann nicht bekommen? Mal eben schauen. Nee, dann muss ich die einfach so finden. Auf jeden Fall gibt es eine Jahreszeitengrundstücksmarkierung. Die kann man nämlich eigentlich auch auf jedes Grundstück platzieren, auch wenn es kein Festgelände ist.
Es ist sogar die allererste. Seht ihr mal, bin ich drüber gescrollt. Genau, und die sorgt dafür, dass man verschiedene Modi hat und für verschiedene Jahreszeiten das gestalten kann. Ich habe ja auch schon mal ein Tutorial gemacht, wie man diese Festgelände gestalten kann, die es halt eben mit Jahreszeiten gibt. Das verlinke ich euch auch hier unter jedem Video in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das gerne anschauen. Da erkläre ich das nochmal ein bisschen ausführlicher. Aber ich werde natürlich auch das ein oder andere jetzt hier im Video erklären. Weil wir ja dabei sind, das zu gestalten. Und dann seht ihr natürlich auch die einzelnen Prozesse davon. Ihr könnt ja auch gern während der Hausbaureihe selbst irgendwie ein Jahreszeitengrundstück gestalten und könnt so ein bisschen mit den Sachen, die ich mache, da auch mitverfahren. Jedenfalls, wenn wir Steuerung und Shift drücken und auf diese Kugel klicken, sehen wir schon verschiedene Optionen. Und ich will gerade mal als Jahreszeit Errichtung festlegen. Denn das ist, soweit ich weiß, Moment, das muss ich einmal kurz testen. Wenn wir jetzt hier was platzieren und zu gewöhnlich gehen, ist es weg. Zu Frühling gehen, ist es auch weg. Okay, Errichtung ist das Falsche. Gewöhnlich ist quasi der Standardmodus. In jedem anderen Modus sind Objekte, die hier platziert werden, dann so halb durchsichtig. Das heißt, wir starten in dem Modus gewöhnlich. Das ist quasi der Modus, wie so die Schablone für alle anderen Jahreszeiten. Das heißt, was wir hier bauen, wird auch in allen anderen Jahreszeiten stehen und sichtbar sein. Und wenn wir aber was saisonal nur für die eine Jahreszeit machen wollen, wie für Frühling, dann werden wir das nur im Frühling machen. Und wie genau das funktioniert, seht ihr alles noch ein bisschen später. Aber deswegen ich verwechsel immer Errichtung und gewöhnlich, weil für mich macht das so rum keinen Sinn. Die sollten eigentlich andersrum heißen, aber egal. Wir sind jetzt im richtigen Modus drin, im Modus gewöhnlich und werden jetzt erstmal so ein bisschen Gebäude bauen, werden erstmal so ein bisschen die Struktur des Grundstücks gestalten. Da werden wir auf jeden Fall diese Folge, denke ich mal, für brauchen, vielleicht auch noch die nächste Folge. Mal sehen. Wir haben ja hier ein 64x64 Grundstück. Zentral in der Mitte der Stadt haben natürlich hier von allen Richtungen Zugang. Aber ich habe mir überlegt, je nachdem, wo ihr euer Grundstück platzieren wollt, also ihr möchtet ja vielleicht nicht unbedingt ein Sunset Valley spielen und das Grundstück hier platzieren, sondern vielleicht auch irgendwo anders, habt ihr natürlich unterschiedlich Zugang. Also kann sein, dass ihr vielleicht nur zu einer Seite Zugang habt oder zu zwei Seiten. Und deswegen werden wir das so gestalten, dass ihr relativ einfach das anpassen könnt, damit das zu eurer Nachbarn zu dem Grundstück, wo ihr es platzieren wollt, dazu passt. Und ich dachte, da wäre es doch ganz gut, wenn wir so zentral bauen. Also, dass wir hier in der Mitte ein Grundstück haben, ein Gebäude, das ich versuche erstmal so ein bisschen die Grundstücksmitte zu finden, 62. Das heißt, wir machen mal hier 20 von der Seite, 20 von der Seite und dann haben wir erstmal das hier so ein bisschen als Raum. So, und dann machen wir das gleiche nochmal von der Seite. 20 und 20. Das heißt, ich hätte gerne einen Raum, der so groß ist. So. Okay, das ist so unsere Mitte. Wie groß ist der nochmal? 22, okay. Keine Ahnung, ob wir den jetzt wirklich so groß brauchen. Aber das wäre für mich schon mal gut. Wir werden auf jeden Fall ein etwas größeres Gebäude in der Mitte hier haben. Deswegen dachte ich, platziere ich das schon mal so. Und dann packen wir das so hin. Die Wände brauche ich eigentlich nicht mehr. Wir können auch direkt wieder das Dach ausmachen. So, und zwar habe ich mir so ein bisschen überlegt, einfach nur ein Park gestalten ist mir zu simpel, weil das haben wir ja auch so schon in Sunset Valley, sondern ich wollte ein bisschen was Besonderes draus machen. Und was könnten wir bei einem Jahreszeitengrundstück irgendwie Spezielles in die Mitte bauen? Und da dachte ich an eine Rollschuhbahn, zwar an die große. Die könnten wir hier so mittig platzieren und dann machen wir ein Gebäude draus. Das heißt, dass wir ganzjährig hier eine Rollschuhbahn, im Winter wäre es dann natürlich eine Schlittschuhbahn hätten, wo man drinnen das nutzen kann und wir halt einfach auch noch das Gebäude besser gestalten und diese ganzen Sachen machen. Das war so ein bisschen meine Idee hierfür. Ich werde mal das so machen.
Okay, damit wir so ein bisschen das haben, aber ich trotzdem meinen Boden verändern kann. Weil ich wollte nämlich den Boden ein bisschen absenken. Genau, um eine Treppenstufe. Oder nicht um eine Treppenstufe, um vier Treppenstufen eigentlich. Packen wir das mal wieder weg. Und dann senken wir den Bereich hier mal ein bisschen ab. Genau. So, das kann wieder gerade werden. Und dann platziere ich mal die Rollschuhbahn möglichst in die Mitte. Das müsste einmal hier sein. Also das ist von der Seite schon mal mittig. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das heißt, so. Ja, so sollte die Rollschuhbahn genau mittig sein. Genau mittig auf dem Grundstück eben. So hätte ich die gerne. Und dann möchte ich hier ein Gebäude drumherum bauen. Und zwar, ich orientiere mich da jetzt so ein bisschen an Schlittschuhbahnen oder an Eissporthallen quasi, so wie ich sie kenne. Ich kenne eigentlich nur eine, wenn wir ehrlich sind. Ich war nur in einer bisher. Aber das ist trotzdem für das ganze Jahr über gedacht. Also, dass wir halt eben Frühling, Sommer, Herbst eine Rollschuhbahn haben und im Winter hätten wir eine Schlittschuhbahn. Ihr könnt natürlich auch ganzjährig eine Schlittschuhbahn draus machen, wenn ihr da eher Bock drauf habt. Ich möchte das so ein bisschen variieren, dass wir Rollschuh oder Schlittschuh fahren können, je nach Jahreszeit. Und dann wäre meine Idee gewesen, dass wir, also wir brauchen auf jeden Fall, wir haben ja das drumherum. Ich weiß nicht, ob wir noch ein Kästchen mehr Platz lassen wollen an allen Seiten, damit man da noch besser drumherum kommt. Oder ob das so okay ist. Aber man kommt ja von allen vier Seiten, kann man da ja reingehen. Also es gibt vier Zugänge jeweils. Und ich möchte das hier so ein bisschen stufenartig gestalten. So, machen wir das erstmal so, dass das erstmal gerade ist. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt zu knapp ist. Aber eigentlich finde ich, sieht das ganz okay aus. Und dann wollte ich genau da noch was haben. Und dann. Mache ich das jetzt dann hier hin? Weil so ein bisschen mehr Platz braucht es ja schon. Nee, eigentlich geht auch so. Ja, so sollte eigentlich auch möglich sein. Ich zeige gleich, wie ich das meine. Ich muss da nur so ein bisschen drüber nachdenken, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hätte hier nämlich gerne ein paar Bänke. Also, dass man hier quasi sitzen kann. Ich weiß noch nicht, was für Bänke ich hier will. Hier Jahreszeitenbänke. Die werde ich bestimmt nicht nehmen, aber halt einfach, dass ihr erstmal so ein bisschen eine Idee habt, was ich hier haben möchte. Ich möchte hier so ein paar Bänke stehen haben, dass man quasi den Sims, die hier am Rollschuh fahren sind, zuschauen kann. Aber ich glaube, da brauche ich doch eins mehr. Ich glaube, das ist ein bisschen zu eng sonst. Ich glaube nicht, dass die Sims sich da hinsetzen können, wenn ich das so mache. Und ich möchte schon, dass es halt auch einigermaßen funktional ist. Es muss jetzt nicht so das Funktionalste der Welt sein, dass man sich da hinsetzen kann. Das ist jetzt für mich nicht so die Priorität. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie schönere Bänke gibt. Aber wie gesagt, die aus Jahreszeiten, die sind erstmal okay. Nicht das, was ich will, aber sie sind erstmal okay. Packen wir da erstmal ein paar hin. So als Platzhalter. Und dann auch noch entsprechend Treppen. Genau, dass man hier rechts und links Treppen hoch und runter kommt. Das natürlich auch genau auf der anderen Seite. Und der eigentliche Bereich sonst des ganzen Grundstücks ist hier auf einem Fundament gelegen. Das war so ein bisschen die Idee, dass man, warum kann ich das nicht verbinden? Was? Wie? Das kann das Gelände nicht ebnen. Ich habe extra alles ebenerdig gemacht vorher. Okay. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich habe extra alles geebnet vorher. Was? Was soll das denn jetzt? Okay. Oh, das will ich nicht. Es scheint wirklich nicht auf der gleichen Ebene zu sein. Hä? Ich bin einmal durchs ganze Grundstück, um das einmal zu ebnen, und jetzt ist das nicht ebenerdig. Willst du mich verarschen, Spiel? Wofür mache ich das denn vorher?
Okay, dann machen wir das einmal hier durchs ganze Grundstück, bitte. Einmal hier überall, bitte. Auf die exakt gleiche Höhe. Dafür ist dieses Ding da. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert hat. Jetzt brauche ich aber nochmal meine Platzhalterbänke, damit ich weiß, wie viel Platz ich lassen muss. Und zwar so. Machen wir die einfach auf die andere Seite. Oh, das muss auch nicht schön aussehen. Es geht nur darum, dass ich weiß, da müssen Bänke hin, also kann da das Fundament noch nicht sein. Auf den anderen beiden Seiten möchte ich sogar noch ein bisschen mehr Platz lassen. Oh, ist das dein Ernst, Spiel? Ist das dein Ernst jetzt? Okay, kann ich das vielleicht... Hä? Warum? Hä, was ist denn jetzt das Problem von dem Ding? Okay, ich hätte gern... Ja, da funktioniert... Hä, jetzt funktioniert es plötzlich. Geht's da? Okay, es geht also nicht, wenn Bänke da sind. Gut, dann muss ich das... Dann muss ich das aus irgendeinem Grund frei Hand machen. Was weiß ich. Mir auch egal. Hauptsache, ich krieg's hin. So, schön, dass direkt wieder so anfängt hier in der Ausbaureihe. Wieder alles am... Alles komplizierter wird. Das sind jetzt jeweils zwei an der Seite, ne? Ja, gut. Das ist das, was ich will. Ich mache erstmal grundlegend Fundamente, damit wir eins haben, damit das nicht noch weitere Probleme gibt. Genau. Und ich möchte allerdings halt noch mehr auf diesem Grundstück haben oder halt in diesem Gebäude haben, als nur diese Rollschuhbahn. Ich muss mal schauen, seitlich würde ich gerne vielleicht noch ein weiteres Kästchen reinziehen. Genau, sodass wir halt quasi noch eins mehr Platz haben. Da haben wir noch an der Seite noch ein bisschen mehr Platz. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, warum das da nicht gleichmäßig wird wie der Rest. Okay. Genau. Und dann würde ich gerne einmal... Hier und hier. Aber vielleicht können wir es sogar noch eins breiter machen, ja. Und dann möchte ich aber das Fundament komplett da reinziehen. Bis dahin. Ja, lieber bis dahin. Weil ich hätte dann halt gerne hier Treppen, die direkt vom Fundament nach ganz unten gehen. Ich weiß es noch nicht genau, wie ich das... Das Ding ist ja genau, die reichen nämlich bis hierhin. Dann würde ich das, glaube ich, so machen. Und dann kommen ja hier die Treppen hin. Wobei ich überlege, ob ich einmal Treppen mittig mache oder ob wir rechts und links jeweils eine Treppe machen. Aber ich glaube, ich mache lieber einmal mittig Treppen. Weil wir haben hier dann schon, hier würde ich dann rechts und links jeweils eine Treppe hinmachen. Und dann können wir stattdessen hier einmal in der Mitte ein bisschen breitere Treppen hinmachen. Können wir meinetwegen auch die nehmen, das ist ja eigentlich auch egal. Und dann machen wir das hier auch noch. So. Und dann nochmal 5 zur Seite und dann... Können wir hier nochmal die Treppe hinmachen, genau. Und dann haben wir auch noch ein bisschen mehr Platz. Es ist halt schon jetzt ein sehr, sehr großes Gebäude, wie ihr sehen könnt. Und ich will eigentlich nicht, dass das so groß wird. Aber ich hätte halt auch gerne die große Rollschuhbahn. Zur Not könnten wir halt auch sagen, okay, wir verzichten auf dieses Zwischending. Das spart uns nochmal ein Kästchen. Aber ich meine, macht das so einen großen Unterschied? Finde ich jetzt nicht so unbedingt. Und ansonsten... Hier in der Breite würde ich auch gar nicht so viel weiteres, also brauchen wir eigentlich gar nicht so viel weiteres an Platz. Da würde ich tatsächlich sagen, das reicht. Und dann haben wir hier ja noch genug Fläche drumherum, hoffentlich. Ist ja, wenn die 64 mal 64 Grundstücke noch zu klein sind, dann weiß man macht irgendwas falsch. Und dann haben wir hier halt richtig viel Platz.
Die Idee ist halt dann, dass wir hier einen schönen Sound drumherum haben. Wie auch immer. Und das Ganze hier so ein bisschen schön eingezäunt wird, dass man hier einen schönen Blick hat nach unten zur Rollschuhbahn. Das Ganze werden wir auch noch schön dekorieren und all das. Und dann haben wir drumherum eben unser Gebäude. Und was ich gerne hier drin hätte in dem Gebäude, in dem Jahreszeitengrundstück, ist zum einen eine Möglichkeit zu essen. Denn die Stände vom Festgelände, die haben genauso Uhrzeiten oder Öffnungszeiten wie die Gebäude. Also jetzt halt eben dieses geschlossene Gebäude, da werden wir noch Wände drumherum machen, Dach drüber, das hat nur zu bestimmten Zeiten offen bei einem Festgelände. Ich glaube, das schließt um 20 Uhr und öffnet um 8 oder so. Und die Essensstände, die wir da je nach Jahreszeit spezifisch platzieren können, die haben genau die gleichen Öffnungszeiten. Deswegen finde ich das gar nicht so eigenartig, die dann auch nach drinnen zu setzen, dass man halt eben drinnen sitzen kann bei jedem Wetter und da halt eben gemütlich was essen kann, kann hier Rollschuh fahren und Toiletten würde ich eigentlich auch hier draußen hin machen, weil ich glaube, in Sims 4 haben wir ja auch so Toilettenblöcke, die einfach nur draußen stehen. Ich glaube, in Sims 3 haben wir sowas nicht, wäre mir jedenfalls neu. Und die sind ja sowieso geschlossen. Das heißt, das hätte ich hier auf jeden Fall auch noch gern. Und dann finden wir bestimmt auch noch ein paar weitere Dinge, die wir hier so machen könnten, die wir auch drinnen nutzen können. Zum Beispiel eine kleine Spielhalle vielleicht. Das fände ich auch noch ganz cool. Wenn wir die noch mit hinzufügen, ich glaube nur für eine Spielhalle brauchen wir da nicht Late Night? Ja, die meisten eher, oder, ja genau, Late Night oder wildes Studentenleben bräuchten wir dafür. Weil im Basisspiel sind da jetzt nicht wirklich Sachen, die in eine Spielhallenrichtung gehen. Da können wir ja mal gucken, ob wir eine der beiden Erweiterungen noch weiter mit verwenden wollen. Und was aber so ein bisschen das größte Problem für uns aktuell ist, dass wir wollen, dass dieser riesige fette Block irgendwie gut aussieht, der hier in der Mitte steht. Das Ding. Ich meine, wir könnten theoretisch auch eine kleinere Rollschuhbahn platzieren. Die kleinere Rollschuhbahn ist im Gegensatz dazu nur so. Und ein bisschen buggy scheinbar. Okay. Aber ich möchte schon, dass möglichst viele Sims da drauf Platz haben. Deswegen nehmen wir die große. Ich meine, das ist ja ein Gemeinschaftsgrundstück. Und genau, ich würde das ansonsten allerdings erstmal nur so eine Etage hoch machen, dass wir halt eben diese eine Etage hier haben. Wir können auf jeden Fall auch noch wirklich so eine Art richtigen Eingangsbereich machen, wo man irgendwie Sachen ausleihen kann, Rollschuhe und solche Sachen. Das finden wir bestimmt auch noch irgendwie eine Lösung für. Aber wie gesagt, erstmal ist das Wichtigste, irgendwie herauszufinden, wie ich dieses Grundstück einigermaßen schön aussehen lassen kann. Und dafür habe ich zum Beispiel noch keine Lösung gefunden. Das können wir uns noch gemeinsam ausdenken. Keine Ahnung, wie ich das hinkriegen will. Ich dachte so ein bisschen an den ähnlichen Stil, wie wir mit der Schwimmhalle hatten, falls ihr euch an die erinnert. Das ist ja jetzt auch schon ein paar Hausbaureihen her. Das fände ich eigentlich ganz gut. So, 7. Das heißt, auf der Höhe würde ich gerne auch auf der Seite das machen. Ich würde das gerne so ein bisschen symmetrisch aufbauen hier. Das macht bei so einem Gebäude eigentlich ganz gut Sinn. Genau, dann wäre das erstmal so. Das finde ich zumindest schon mal einen guten Anfang, dass wir halt irgendwie hier zwei Eingangsbereiche haben. Also ich würde halt tatsächlich auf beiden Seiten einen Eingangsbereich setzen. Und dann hätten wir hier halt so Treppen. Wobei ich überlege, wollen wir es vielleicht sogar noch eins weiter nach vorne setzen? Weil dann könnte ich hier das entfernen und da überall Treppen hinmachen. Das ist auch ein bisschen... Nee, doch. Sorry. Doch, und zwar... das wird cool. Also ich hoffe jedenfalls, das sieht ganz cool aus dann. Und zwar entfernen wir das hier alles, machen da dann die Säule hin und dann setzen wir hier überall diese Treppen hin. Was wäre richtig? 5. 2 mal 5.
und dann nochmal 2x3 an die Seiten. Und dann haben wir so einen richtig fetten Eingangsbereich. Guckt euch das mal an, das sieht cool aus. Und das wird hier natürlich dann überdacht. Also dann setzen wir hier so ein paar Säulen hin. Genau hier und hier meinetwegen noch in die Mitte. Und dann können wir hier Boden drüber setzen. Und dann haben wir hier so einen richtig... Ich finde, der Eingangsbereich sieht cool aus, schon jetzt. Das Ganze machen wir dann natürlich, dem geben wir noch ein bisschen mehr Tiefe. Ich dachte vielleicht eine Halbwand. Genau, dass wir auf die Art und Weise halt eben so einen richtig schönen Eingangsbereich bauen. Das finde ich schon mal echt ganz cool. Und dann würde ich hier an der Stelle mit Glas arbeiten, also mit einem Glaseingangsbereich. Es ist Glas, das ist zum Beispiel schon mal sehr eindeutig. Die finde ich aber auch ganz schön. Aber eigentlich wollte ich mich ja auf Jahreszeiten und das Basisspiel fokussieren. Mal schauen, finden wir da was Schönes? Wir hätten natürlich die Türen. Sind die, passen die zu einer Rollschuhbahn? Können noch die nehmen. Die wären auch gar nicht so verkehrt. Oder ich dachte auch an die hier, genau. Die wirken für mich auch immer so ein bisschen nach einem Gemeinschaftsgrundstück halt. Ich weiß nicht, für mich sagen die immer Gemeinschaftsgrundstück aus. Weiß nicht, ob das nur mir so geht. So. Genau, und dann hätten wir hier halt eben so schöne Glasfenster, dass man auch sieht, was da alles so abgeht. Direkt. Und das auf der anderen Seite halt eben nochmal exakt genauso. Ich meine, ich weiß halt nicht, ob wir wirklich auf der anderen Seite... Doch, ich würde schon sagen, wir sollten auf beiden Seiten das Gleiche haben. Und dass es auch gar nicht wirklich so einen Haupteingang gibt, sondern wir haben halt, keine Ahnung, auf der einen Seite vielleicht die Toiletten, auf der anderen Seite den Essbereich. Und wie gesagt, also ich find eigentlich eine Spielhalle auch noch richtig cool. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht noch irgendwelche coolen Ideen habt, was wir da noch innen reinsetzen könnten. Und dann haben wir natürlich noch den ganzen Außenbereich. Aber gerade den Außenbereich würde ich wahrscheinlich auch sehr jahreszeitlich gestalten. Also dass wir halt da eben auch die ganzen jahreszeitspezifischen Sachen mit hinsetzen. Die Dekorationen und die einzelnen Aktivitäten, die man da halt so machen kann. Je nach Jahreszeit. Aber natürlich auch drin. Also das ist trotzdem halt auch von drinnen, dass man selbst, wenn man drin ist, erkennt so, ah ja, okay, wir sind jetzt im Sommer oder wir sind jetzt im Herbst. Das fände ich schon ganz cool. Habe ich die hier drüben schon entfernt? Ja, gut. Dann kommen ja jetzt noch die Türen und die Fenster. Ich glaube sowas, ne? Ja. So. Genau, und dann noch einmal die Fenster. Die schönen leuchtend roten Fenster, die ich immer erst viel zu spät einfärbe. Was das Farbthema angeht, weiß ich auch noch nicht genau. Aber ehrlich gesagt, ich finde schon diesen Mintton ganz cool. Ich bin eigentlich echt normalerweise kein Fan von so einem Mintton. Aber es sieht zumindest schon mal ein bisschen einheitlicher aus. Und das Ding ist halt auch, ja, ich glaube, Mint passt nicht ganz so gut. Weil ich würde gerne eine Gestaltung wählen von diesem Gebäude hier, die zu jeder Jahreszeit passt. Also, wo wir sowohl die pastelligen Frühlingsfarben als auch kräftige Sommerfarben, warme Herbstfarben oder kalte Winterfarben verwenden können und das gut aussieht. Und ich glaube, Mint und Herbst passt zum Beispiel nicht so gut zusammen. Deswegen denke ich mal, werden wir dann noch was anderes farblich wählen. Aber ansonsten bin ich erstmal so ein bisschen ratlos, wie wir das so gestalten wollen. Von außen, wie wir das vor allem interessant gestalten wollen von außen, weil es ist halt nur ein großes Viereck. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, was wir da dagegen machen können, um ehrlich zu sein. Es wäre denn erstmal ein schöner temporärer Boden, wie das hier. Das ist vielleicht nicht ganz so unangenehm wie dieses komische Pünktchenmuster. Gut. Jetzt haben wir hier drin natürlich sehr wenig Licht, aber das kommt natürlich auch damit, wenn wir das Ganze hier besser beleuchten. Und ich habe auch überlegt, ob wir vielleicht den oberen Bereich noch ein bisschen zusätzlich nutzen wollen. Also ob wir hier oben das auch noch zugänglich machen wollen, dass man hier auch noch hochgehen kann und hier auch noch Dinge tun kann.
Ich weiß nur nicht, ob die Fläche nicht ein bisschen viel ist, die gesamt zu nutzen. Also wenn, dann müssten wir das schon so ein bisschen einteilen, dass nur ein Teil davon wirklich zugänglich ist, weil ich glaube, dass der gesamte Bereich wäre doch ein bisschen groß. Wisst ihr, wenn wir einfach so sagen, so ja, die gesamte Fläche hier kann man nutzen und dann steht da nicht wirklich was. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich hoffe jedenfalls, euch gefällt die Idee, also dass wir hier so eine Rollschuhbahn haben und daraus halt eben dann unser Jahreszeitengrundstück machen. Wie gesagt, das Gebäude ist vielleicht ein bisschen sehr groß, aber es gefällt mir sonst gut. Wir können das hier an der Seite sonst auch noch ein Kästchen kleiner machen. Aber wie gesagt, ich hätte hier halt gerne den Essensbereich, ich hätte hier gerne Toiletten. Spielbereich und irgendwas Viertes, vielleicht noch was für Kinder, dass man Kinder auch noch drin setzen, reinsetzen kann, dass wir irgendwie noch eine Kinderspielecke haben. Dann haben wir quasi alle vier Ecken genutzt. Das wäre doch ganz gut. Ja. Das wäre so meine Idee aktuell eigentlich. Und die Hausbaureihe bedeutet ja eh immer erstmal, ich gebe so einen Anreiz und ihr gebt dann ganz viele tolle Vorschläge, wie wir das Grundstück noch ein bisschen interessanter gestalten können. Weil ohne euch wäre die Hausbaureihe ja eh nur halb so spannend und halb so interessant. Und dann sehen die Gebäude auch lange nicht so cool aus, wie sie immer aussehen. Aber das finde ich schon mal einen guten Anfang. Wir können ja auch mit Säulen nochmal arbeiten, weil ich gerade bei so einem großen offenen Raum finde ich Säulen eigentlich immer gut. Ich muss nur gucken, welche Säulen eignen sich da. Ich habe noch nie so eine Säule verwendet. Die wäre natürlich auch ganz cool. Am liebsten würde ich halt eigentlich die nehmen, aber das ist eine Inselparadiessäule. Und ich will erstmal so ein bisschen versuchen, auf verschiedene Packs zu verzichten. Außer ihr sagt halt so, ja, ist uns egal, nehmen einfach alle Erweiterungspacks. Ich will auf jeden Fall keine Accessoire-Packs verwenden und auch möglichst auf Stornhalter verzichten. Das waren eigentlich so meine beiden Anforderungen. Aber bei. Die ist natürlich auch cool. Bei Erweiterungspacks, denke ich mal, haben vielleicht mehr von euch mehrere Erweiterungspacks, als dass ihr jetzt alle Accessoire-Packs oder alle Stornhalter habt, wisst ihr? Deswegen dachte ich halt so daran, dass das eher eine Möglichkeit wäre. Aber ich finde eigentlich so eine schöne große Säule, mehrere davon, um hier halt so ein bisschen Stütze zu geben, fände ich eigentlich hier an der Stelle ganz gut. Oh, ich find eigentlich die ganz cool. Ich glaube, ich habe die noch nie so wirklich verwendet. Deswegen, ich platziere erstmal die hier. Einfach, weil ich sie ganz cool finde. Und wir schauen dann das nächste Mal, ob wir die auch wirklich nutzen oder ob es was anderes dafür gibt. Und ich glaube, ich werde aber erstmal auch noch mal ein bisschen Beleuchtung hinzufügen, damit ihr auch ein bisschen was seht. Für mich ist das immer nicht so ein großes Problem, aber für euch, auf welche Art und Weise ihr das halt auch immer schaut, ist das teilweise, glaube ich, ziemlich schwierig, hier irgendwas zu erkennen. Deswegen beleuchte ich das hier mal ein bisschen. Mit dem Bereich unten bei der Rollschuhbahn wird es ein bisschen schwieriger werden, das richtig zu beleuchten. Einfach weil das da über mehrere Etagen geht. Aber ich beleuchte einfach schon mal hier den Bereich. Wo habe ich hier beleuchtet? Hier, okay. Und ja, das muss symmetrisch sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Das geht nicht, dass ich hier einfach asymmetrisch beleuchte. Oder die Lampen einfach nur wild platziere. Das geht überhaupt nicht. So, und jetzt ist das da halt noch sehr dunkel. Ich glaube, wir nehmen da jetzt einfach mal die Bodybug-Lichter, weil ich jetzt keine Lust habe, da sonst wie viele Lampen zu platzieren. Packen wir mal hier oben was hin und hier hin und hier hin. Das mache ich jetzt ein bisschen wilder, weil das sind eh die Bodybug-Lichter. Okay. Das sieht auch irgendwie ein bisschen traurig dunkel. Ah, jetzt sieht es besser aus. Okay, ich wollte schon sagen, das sieht so traurig dunkel aus. Können wir da jetzt eigentlich auch wieder ordentlichen Fußboden hinsetzen? Moment. Nicht ganz. Das hat es jetzt hier einmal nach hinten verschoben. Das kann ich doch jetzt dann bestimmt. Nee. Ja, okay.
Das seht ihr vielleicht nicht ganz so gut, aber man kann den Boden dadurch, dass man das hier platziert, so ein bisschen verändern. Nee, das soll nicht so. Okay, gut. Gut, das heißt, wir haben jetzt... Vielleicht kann ich es so ein bisschen auf eine andere Art und Weise zeigen. Vielleicht. Genau, wir haben hier oben Boden. Wir haben hier oben Boden. Wir haben hier halt jeweils immer so eine Zwischenwand. Und dann haben wir hier unten einmal Boden. Oh mein Gott. Genau. So ist ja auch... Das Graue ist quasi halt so diese schräge Zwischenbereich. Genau, so soll das aussehen. Und wenn ich jetzt einmal alles ändern würde... Würde das auch gehen. Oder? Ja, genau. Aber ich lasse es erstmal so. Dann könnt ihr da vielleicht auch ein bisschen besser erkennen, was es da für Unterschiede hat. Und wir wollten ja auch hier noch die Treppen hinpacken. Können wir vielleicht irgendwie einfach zwei Treppen hinpacken? Geht das nicht? Doch. Genau, hier sollen die Seiten. Halte ich für eine gute Idee. So, und auch hier. Genau, und dann kommen hier eben die Sitzmöglichkeiten hin. Vielleicht packe ich die da auch nochmal hin. Die waren da ja auch ursprünglich gedacht, aber dann wollte das Spiel nicht mehr, dass die da sind. Und ich weiß nicht, finden wir da noch bessere Sitzmöglichkeiten? Weil ich meine, die sind okay, um ehrlich zu sein. So schlecht sind die gar nicht. Aber vielleicht finden wir ja noch bessere. Die wären aber auch ganz gut. Aber die sind doch einfach tierisch. Ich gucke mal eben nur nach Basisspiel und Jahreszeiten. Und schau mal, was wir da so haben. Wir haben da natürlich auch die ganzen Store-Inhalte mit drin, aber die ignorieren wir einfach schön. Ja, ich glaube halt tatsächlich, das ist so ein bisschen die beste Option. Und damit kann ich mich auch generell eigentlich am ehesten noch anfreunden. Wir können das Ganze ja eh nochmal umfärben und dann sieht das auch nochmal ein bisschen anders aus. Aber das ist dann, denke ich mal, schon mal eine ganz gute Lösung. So, da ein paar Bänke hin und dann dachte ich halt hier eben auch nochmal ein paar. Und so, genau. Vielleicht können wir dann auch mal die Lichter, genau, das ist halt vielleicht zum Beispiel hier unten Lichter hat, dann machen wir die vielleicht doch mal ein bisschen symmetrischer. Dann fühle ich mich auch wohler, wenn ich mir Mühe damit gebe, wie die das stehen. So, dann einmal das ist sogar schon richtig. Das kann da in die Mitte, das kann da nach vorne. Und dann, genau, das noch so hier hin. Das stellen wir einmal kurz raus. Und dann sind die auch alle schön... Oh. Symmetrisch angeordnet. So. Genau. Und dann halt wieder das hier rein. Ah, das passt doch super. Nee, da bin ich schon ganz zufrieden mit, wie das hier aussieht. Mit den Sitzmöglichkeiten, mit der Rollschuhbahn und dann halt hier an den Seiten die anderen Sachen. Ich weiß es nicht, also ich meine, wir können relativ willkürlich halt wählen, welche Seite jetzt zum Beispiel die Toiletten wird. Sagen wir mal zum Beispiel, hier kommen die Toiletten hin. Wie viel Platz haben wir hier? 7. Dann würde ich vielleicht 6x4 nehmen. Da ist noch genug Durchlauffläche für die Sims. Können wir hier jeweils zwei Toiletten hinmachen? Oder ich weiß halt auch immer nicht, ob ich in Sims immer noch die Toiletten trennen muss. Oder ob wir einfach eine große Toilette hinmachen. Ich weiß immer nicht, ob es denn überhaupt einzelne Toiletten braucht. Wir können natürlich auch einfach mehrere Einzeltoiletten machen. Das wäre auch eine Option. Dann hätten wir hier vielleicht 3 Toiletten. Wo wir einfach normale Toilettentüren reinpacken könnten. Mein Problem ist immer, die Sachen aus dem Basisspiel, die Türen, die sehen halt nicht gemeinschaftsgrundstückmäßig aus. Das sind für mich alles nicht die richtigen Türen. Wir können vielleicht die hier nehmen. Aber auch die, ich finde die schon fast zu modern. Deswegen, ich nutze eigentlich immer die hier aus Taumkarrieren, aber ich kann ja nicht, also, weiß ich nicht, ich kann ja nicht bei jedem Grundstück nur die Türen aus Traumkarrieren verwenden und davon ausgehen, dass jeder die hat und jeder damit einverstanden ist. Deswegen weiß ich halt noch nicht.
Und wie gesagt, ich weiß halt auch noch nicht, wie ich das Grundstück hier von außen ein bisschen interessanter gestalten kann. Mir kommen gerade so ein paar Ideen. Muss ich allerdings darauf achten, dass die auch. Ups, dass die hier auch an der richtigen Stelle sind. Nehme ich vielleicht hier. So. Das wäre schon mal ganz cool eigentlich. Wollen wir da die normalen Fenster hinmachen oder vielleicht finden wir da ja sogar noch andere, coolere Fenster, die wir da hinmachen könnten. So. Ja, okay, dann muss das erstmal gerade werden. Und dann können wir da nochmal ein schräges hinmachen. Weil wir haben ja verschiedene Fenster, die wir da nutzen könnten. Was haben wir denn so? Was hat Jahreszeiten eigentlich für Fenster? Gibt es da irgendwas Cooles? Nope. Okay, dann haben wir wahrscheinlich eh nur das normale Fenster. Wir hätten sonst nämlich aus Late Night noch das hier. Ich dachte aber halt eben auch an das aus Inselparadies. Was ganz cool wäre. Wo ist das denn? Das hier. Weil das ist ja nicht ganz so durchsichtig. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Haben wir sonst noch was Cooles? Das sind eigentlich, glaube ich, so ein bisschen die besten, die wir da nutzen könnten. Oder halt eben das ganz normale. Das ganz normale, simple Fenster. Aber es ist auch irgendwie gemein, ne? Dass der Baumodus von Inselparadies so coole Sachen hat. Obwohl wir irgendwie die Objekte sonst gar nicht wirklich dafür gebrauchen können, weil wofür brauchen wir sonst Inselleben? Vielleicht ein bisschen im Sommer noch. Ne? Könnte man vielleicht im Sommer noch ein bisschen mehr Nutzen draus ziehen. Schauen wir dann einfach, wenn es soweit ist. Ich dachte auch, was die Jahreszeiten angeht, fangen wir vielleicht im Winter an, weil da sind wir ja aktuell noch so ein bisschen drin. Das wäre vielleicht ganz nützlich. Ich glaube zwar nicht, dass wir im Herbst angekommen sind, bis wir dann auch die Herbstjahreszeit hier gestalten, aber so ein bisschen versuchen können wir es ja. Zumindest halt eben mit dem Winter und dann, wenn dann langsam der Frühling kommt, dass wir so ein bisschen in die Richtung gehen, dass es nicht allzu weit entfernt ist von unserer tatsächlichen Jahreszeit. Und ich meine, wenn ihr das in Zukunft schaut, dann wird euch das wahrscheinlich sowieso auch egal sein. Was wäre denn hier? Nehme ich einfach so ein? Wahrscheinlich schon, oder? Einfach hier noch so einen Zaun hin. Um das hier noch so ein bisschen abzutrennen. Oder was wir auch machen könnten. Moment. Wie wäre es, wenn wir da ein Podest nehmen? Haha. Das wird nämlich dadurch noch ein bisschen höher. Moment. So. Hallo? Hä? Ach so, wir müssen wahrscheinlich erst das da entfernen. Und jetzt kann ich wahrscheinlich das schräg platzieren. Ja, das ist ein bisschen sehr nervig. So, machen wir das vielleicht mal so, dann funktioniert das, glaube ich, ein bisschen besser. Genau. Und dann müssen wir das wieder entfernen. Machen wir da wieder den richtigen Boden hin. Genau, dann hat das hier nämlich auch noch mal so ein bisschen mehr Tiefe. Diese kleinen Ausbuchtungen an der Seite. Das finde ich aber auf jeden Fall schon mal einen ganz guten Anfang. Mal gucken, was wir noch mehr draus machen. Ich meine, theoretisch könnte ich hier an den beiden Seiten auch noch Ausgänge hinmachen, aber ich weiß nicht, ob ich das will. Ich würde, wenn, dann halt sagen, also ich würd auf jeden Fall an der Seite natürlich noch mal das Gleiche hinmachen, ne? Das, was wir hier auch hatten. Das nochmal auf der Seite. Und wenn, dann würde ich halt überlegen, einfach das jetzt noch zwei, dreimal mehr zu machen. Sodass wir dadurch irgendwie die Seite noch ein bisschen interessanter gestalten, als dass ich jetzt irgendwie noch weitere Eingänge hinzufügen würde. Ich finde zwei Eingänge tatsächlich komplett ausreichend. Und je nachdem, wo ihr halt eben euer Grundstück platziert, ob das überhaupt so viele Zugänge hat, wir haben es halt hier so wirklich in der Mitte der Stadt. Da sind zwei Zugänge natürlich richtig nützlich. Aber wenn ihr halt irgendwie eh nur eine, wenn eh nur eine Seite des Grundstücks zur Straße hin zeigt, dann sind ja sogar schon zwei Grund-
zwei Zugänge ein bisschen viel. Aber ich finde, das sieht so eigentlich schon mal ganz cool aus. Gucken wir mal, was wir daraus noch machen können. Ich schaue einfach mal, was mir noch so einfällt zum nächsten Mal hin. Ihr könnt Vorschläge machen, was euch noch so einfällt zum nächsten Mal hin. Aber warum habe ich mir das so schwierig gemacht eben? Ich kann auch einfach nur so machen und dann ist das da. Genau. Noch so ein paar Ideen, wie wir das Ganze interessanter gestalten können, wie wir den Bereich hier oben noch ein bisschen mehr unterteilen können, weil wie gesagt, der ist ja relativ groß aktuell und ich hätte eigentlich gerne diesen Bereich hier noch so ein bisschen genutzt als eine Art Dachterrasse. Ich weiß, ihr seid ja auch immer Fans von Dachterrassen, aber eben nicht das Ganze, sondern wie wir halt eben den Bereich hier oben ein bisschen nutzen können, das ein bisschen aufteilen können, dass das eben nicht alles nur begehbarer Bereich ist. Und ich könnte theoretisch, nur um das einmal abgeklärt zu haben, ich könnte theoretisch ja auch mal wieder ein Glasdach hinmachen, aber wir haben jetzt so oft Glasdächer gehabt in unseren Bauten, habe ich das Gefühl, dass ich vielleicht dieses Mal kein Glasdach hinsetze. Wäre so ein bisschen meine Idee. Wobei ich halt sagen muss, also die Glasdächer aus Skylight Studio, das wäre halt schon echt schön hier, ne? Gerade wenn wir es halt auch so direkt da drüber setzen. Wartet mal. Müsste wahrscheinlich genau hier sein, oder? Moment. Ja, das müsste wahrscheinlich genau da sein. Und dann noch hier. So. Das ist schwer zu sagen, ne? Ah, weil das ja auch so ein bisschen versetzt ist. Ja, aber wahrscheinlich wäre das irgendwie so das Richtige. Ich meine, das sähe schon nicht schlecht aus, wenn wir das jetzt hier einmal komplett umbauen. Aber ich weiß halt nicht, ob ich jetzt schon wieder mit einem Store-Glasdach-Set arbeiten will und euch das wieder so ein bisschen aufzwingen möchte, wenn ihr das Grundstück nutzen wollt. Deswegen könnt ihr auch dazu mal eure Meinung sagen, ob ihr jetzt möchtet, dass wir das nutzen oder ob ich sein lassen soll. Was da so euer Wunsch wäre. Und dann sehen wir uns hier das nächste Mal wieder. Ich freue mich auf die neue Hausbaureihe. Ich hoffe, bisher gefällt es euch auch. Wie gesagt, wenn nicht, macht gerne Verbesserungsvorschläge. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.